Meine Damen und Herren, habe ich den Urlaubshammer nicht geschwungen. 3 Tage Pause. Ab in Urlaub. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge hier zu Gericht mit mir, Jutke Dizzy, und der Jury aus der Vergangenheit hier an der Seite. Wir sind heute für Sie mal wieder da mit 4 fantastischen Fällen, in denen Sie eventuell was lernen können oder sich etwas erheitert fühlen oder Ihre Mittagspause rumbringen oder Ihren Toilettengang auf der Arbeit rumbringen. Früher hat man Zeitschriften gelesen beim Kacken, heute guckt man sich YouTube-Videos an. Also lassen Sie mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, ob Sie so lange gekackt haben, bis Sie diese Folge zu Ende gesehen haben. Das würde mich brennend interessieren. Kleiner Tipp an dieser Stelle für Sie da draußen: Wenn Sie sich ein Streichholz anzünden, verschwindet der Geruch, falls Sie nicht in Ihren eigenen Dampf sitzen wollen. In dem eigenen Dampf sitzt auch jetzt, just in dem Moment, auf Spielberg ein Fahrer. Denn Spielberg ist auch, wie in der letzten Folge, fantastisches Wetter. Es knallt, es ist Sommer, man sitzt im Fahrzeug, vielleicht hat man noch einen wehen lassen und Sie wissen ganz genau, das steigt so in den Anzug, dann geht's in den Helm und es kommt nirgendwo wieder raus. Und dadurch können eventuell solche Fälle wie dieser hier entstanden sein, der doch tatsächlich, der hat's Spaß gemacht und es hat geknallt. Gucken wir mal rein. Das war wieder so ein Kevin Estro-Moment, ne, meine Damen und Herren. Haben Sie es auch gesehen? Da bin ich jetzt auch einfach mal gespannt. Da frage ich jetzt auch mal wieder so in die Runde rein. Okay, hat sich eigentlich schon erledigt, weil der erste Mensch aus der Jury schon geschrieben hat, wo will er da hin? Das ist ja off-track. Genau dasselbe haben wir uns auch gedacht. Wo will er denn da hin? Also, ich meine, wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, die linken Reifen sind schon im Sand. Da ist schon alles drin. Also es ist wirklich gerade der ambitionierte Kevin Estre mit Vollgas, ohne Lupfen, volles Fund rein, dann wieder zurück, woppity woppity wop und dann zack. Und ich meine, der BMW, man könnte jetzt sagen, naja, der BMW hätte ja ein bisschen Platz machen können und ne? Aber am Ende ist es nun mal leider der Ferrari, der ist der Hintermann, der ist nicht daneben, hat irgendwie kein Anrecht auf irgendeine Position und hat ihn dann einfach rausgeschoben und fährt danach nochmal Kevin Estre-Style über den Rasen. Das ist Causing a Collision und ich würde ihn jedes Mal, also zumindest am Anfang, wenn sie gerade reinkommen in Sim-Racing da draußen, manchmal ist es wirklich sinnvoller, einfach zu lupfen und vielleicht nochmal ein Ründchen zu warten, als das hier. Bisschen weniger übermotiviert fahren, einfach mal so ein bisschen den Baldrian einwerfen und auf entspannt, wie man so schön sagt, eine Runde drehen. Das hätte hier nur wirklich nicht sein müssen. Kann und sage ich auch, aber mal passiert. Das ist übrigens Causing a Collision, ist 1-0. Es ist sogar, im Grunde genommen haben wir uns darauf geeinigt, dass das Unsafe Rejoin ist. Weil es ist ja mehr oder weniger auch so ein bisschen unsafe rejoin, ne? Fahren wir fort, meine Damen und Herren. Fahren wir einfach fort. Oh, meine Damen und Herren, wir haben mal wieder was Schönes für Sie vorbereitet. Ich sag nur, okay. Das wird ein sehr brisanter Fall, meine Damen und Herren. Das wird wirklich ein sehr, sehr brisanter Fall. Wir sind wieder in Spielberg unterwegs. Also hier wurde einiges an Red Bull getankt. Und ich glaube, der eine Fahrer war auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr arg motiviert. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie Sie da draußen in der aktuellen Jury darauf reagieren werden. Ich würde das jetzt einfach mal laufen lassen. Gucken Sie sich das bitte mal an. Ich bin sehr gespannt. Es wird ja immer langweiliger mit Ihnen da draußen, Jury. Warum sind Sie denn mittlerweile so unendlich gebildet, dass wir diese ganzen Fälle, wo es eigentlich große Diskussionen geben soll, wir keine Diskussion mehr haben? Das ist ja einfach fantastisch, wie weit wir uns mittlerweile entwickelt haben.
das ist natürlich ein Vorteil, der sich hier ja, geschaffen wird durch den Off-Track. Dadurch, dass er natürlich außen jetzt rumfährt, kommt er besser aus der Kurve raus. Macht jetzt für das ungeschulte Auge nicht so einen großen Unterschied. Aber wäre er hinter dem Porsche geblieben, wäre er bei der nächsten Kurve definitiv nicht in der Lage gewesen, den Porsche zu überholen. Und deswegen ist das hier nicht so schön. Und falls Sie aufgepasst haben, wissen Sie, was nicht so schön bedeutet. Na, was bedeutet das, liebe Jury? Das macht 3 Tage Urlaub. 3 Tage Pause. Ab in Urlaub. Tschüssikowski. Das sehen wir ja nicht so gerne hier, ne? Schauen wir mal, was wir im nächsten Fall für Sie vorbereitet haben, meine Damen und Herren. Das, also, wie soll ich sagen? Wir hatten ja heute schon Monza. Wir hatten heute schon Spielberg. Was wäre denn jetzt so ein kleiner Schmankerle mit leckeren Schokostreuseln obendrauf? Ich frage das jetzt mal so in die Runde. Stellen Sie sich mal Folgendes vor, meine Damen und Herren. Vielleicht kommen Sie ja drauf. Ich versuche Ihnen mal auf die Sprünge zu helfen. Fantastisches Wetter. Das wahrscheinlich bekannteste Rennstreckenwetter auf der ganzen Welt. Super viel Gräser, Bäume, alles grün. Und dieser unglaublich schöne und fantastische Pommesgeruch im Paddock und an den Zuschauertribünen. Die wahrscheinlich besten Pommes, die sie je in ihrem Leben gegessen haben. Richtig, wir befinden uns in Spa. Haben Sie jetzt alle gedacht, dass wir in der Eifel unterwegs sind, ne? Am Arsch dran. Am Arsch dran. Habe ich sie an der Nase rumgeführt? Nee. Das trifft auf beide zu. Nur das mit dem Pommes nicht. Let's go, ab nach Belgien. Man könnte meinen, wir erfüllen hier einen gewissen Bildungsauftrag heute. Wir gucken noch zu Ende. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Kann ja sein, dass er nochmal geliftet hat. Ha? Nee, hat er nicht. Ich sag's Ihnen nochmal, weil wir ja diesen Bildungsauftrag haben. Wenn sowas passiert, ist das nicht schlimm. Man kann sich verbremsen, dafür sind die Auslaufzonen da. Es sollte aber der Fall, der vor der Kurve war, wiederhergestellt werden. Und nicht mit vorher war so und danach ist so. Das funktioniert so nicht. Und wie Sie jetzt hier sehen, auch in dieser Folge, das lohnt sich nicht. Weil dafür gibt es 3 Tage einen gelben Schein. Und ich kann Ihnen wirklich eins sagen da draußen. Die Anzeigenwachtmeister, die sind da schürf auf solche Sachen. Und ich sage Ihnen das, wie es ist, das wird fast immer reported. Weil das schmeckt keinem so gut. Nope, das schmeckt nicht. Wenn der Vordermann sich so einen Vorteil holt. Rein in den nächsten Fall, meine Damen und Herren. Italien, sehr bekannte Gerade, meine Damen und Herren. Wirklich eine so bekannte Gerade wie diese hat man selten gesehen. Sehr, 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 sehr berühmte Kurve, die danach kam. Habe ich den Hammer nicht geschwungen? Meine Damen und Herren, habe ich den Urlaubshammer nicht geschwungen? Bevor ich jetzt hier weiter, Das gilt noch für den davor. Wir können doch nicht ohne Urlaubshammer arbeiten. Vielen Dank an die Jury da draußen. Mann, aber zurück. Hier, Italien. Fantastische Gerade. Bemerkenswerte, ästhetische, anmutende Kurve im Nachgang. Passiert viel, passiert wenig. Es ist ein wilder Mix. Italien. Na, wo sind wir? Ich frag mal einfach rein. Wo sind wir? Jetzt haben sie sich natürlich wieder so in ihrem Kopf ausgemalt. Oh, schön. Jetzt geht's wieder nach Monza. T1. Nope. T1 ist nicht anmutend und ästhetisch. Ascari ist anmutend und ästhetisch.
habe ich sie wieder reingelegt da draußen. Das war verbremst, mein Freund. Das war entsorgt, mein Freund. Ich würde sagen, das war ohne Erbarmen. Ohne Liften, ohne alles. Das war Full Throttle, absolut maximales Commitment. Jetzt haben wir ein kleines Problem, meine Damen und Herren. Das war mit maximalen Hass. Das war mit maximalen Hass. Jetzt können wir uns, also hier können wir wirklich sehr viel diskutieren. Man könnte sagen, das war mit Absicht. Ja? Da könnte man schon fast, weil er nicht geliftet hat, intentional sagen. Der Vordermann hat hart geblockt. Ich hoffe, das ist Ironie, was hier gerade steht. Ich hoffe, das ist Ironie. Das ist Ironie. Wir verbuchen das einfach mal unter Ironie. Wir könnten uns jetzt so weit aus dem Fenster legen und sagen, boah, das ist jetzt intentional und da geben wir volles Programm rein und wir sagen, das ist Vorsatz. Ich sag's aber, wie es ist. Es wurde nicht unter intentional reported und wir sind auch ein bisschen noch, ich sag mal, bei den Rotplaketten unterwegs und da ist jemand noch nicht wirklich so hart aufgefallen. Das Einzige, was mir ein bisschen nicht schmeckt, ist der Satz, hello, und das ist jetzt von dem Weißen, hello, my point of view on this incident is that I can't avoid the contact. After the first one, the yellow car starts to squeeze me on the grass with a little move on his right. The second, his fault, in my opinion, makes him spin. Have a nice day evening. That's the point where I would say 28 Tage Urlaub. Because that's this very unreflected Verhalten of the day. Aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir ihm Causing a Collision geben mit einem schönen Gesetzestext, den wir ihm um die Ohren ballern, in der Hoffnung, dass er nochmal in sich geht und lernt, weil der noch nicht aufgefallen ist an der Stelle. Aber sage ich ganz ehrlich, das wäre so ein Grund, wo man sagen könnte, ja, das ist dann doch schon intentional. So, also auch da, Leute, möchte ich euch immer mitgeben, wenn sowas passieren sollte, schaut euch bitte das nochmal in Ruhe an. In Ruhe heißt, immer davon ausgehen, und das meine ich wirklich ernst, was ich jetzt sage, ihr solltet in jedem Fall, in den ihr reingeht, in den ihr reported wurdet und den ihr euch dann anseht, solltet ihr immer davon ausgehen, dass ihr schuld seid. Bis ihr wirklich euch selber davon überzeugt habt, dass ihr nicht schuld seid. Und damit meine ich, dass ihr eine sinnvolle Erklärung dafür findet, dass das nicht euer Fehler ist. Das meine ich ernst jetzt. Todernst. Weil ich weiß schon, dass Leute gerade schon wieder Schnappatmung gucken, die sich das angucken im Nachgang. Geht bitte immer davon aus, dass ihr schuld seid. Beim Fahren solltet ihr immer davon ausgehen, dass ihr schuld seid. Außer es kommt natürlich jemand aus Timbuktu angeflogen und jietet euch weg. Ne? Ich rede von den normalen Rennunfällen. Geht bitte immer davon aus, dass ihr schuld seid. Guckt euch das im Nachgang nochmal an, bis ihr euch selber davon überzeugt habt, dass ihr nicht schuld seid. Weil solche Nachrichten? Nee, absolutes No-No. Das geht nicht. Das ist Verhalten, das ist absolut nicht duldbar. Und ich rede von dem Text, okay? Weil der Text zeigt nämlich, dass du dir das nicht reflektiert angesehen hast. Kriegst trotzdem eine Strafe. Die Folge ist vorbei, meine Damen und Herren. Ich war gerade völlig verwirrt in meinem Aktengesuche hier. Nee, wir sind jetzt durch hier mit der Episode. Grüßen Sie sich doch nochmal in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Sie wissen schon. Grüßen Sie einfach hin und her. Schreiben Sie doch bitte nochmal einen YouTube-Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und bleiben Sie bitte sachlich in den Kommentaren mit der Diskussion. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Tag. Ciao, Kakao. Bis denn, Dancen, ne? Au revoir!